Herzlich willkommen zurück zu Super Mario Land 3 Wario Land. Es ist Teacup heißt dieses Level und 26, das bedeutet, wir haben einen Schatz. Aber ja, es ist Teacup. Natürlich kennen wir das. So, und jetzt schaut mal. Machst du mal auf? Och man, jetzt wollte ich ihm mal diesen Goom füttern und jetzt hat er keine Lust. Oh, Moment. Jetzt! Und seht ihr, er hat uns mal einfach mal 30 Münzen gegeben, weil wir ihn gefüttert haben. Tja, es zahlt sich eben doch aus, wenn man versucht, auf die Gefühle der anderen einzugehen, anstatt Sidoro zu bekämpfen. Da hat es ihn doch gar nicht geklappt, deswegen habe ich ihn umgebracht. Ja, es soll wahrscheinlich sein. Aber ja. Zunächst natürlich zum Levelnamen. SST Cup. Natürlich, Teacup ist klar. Was damit gemeint ist, im Prinzip, einfach eine Teetasse. Ich meine, wir hatten ja schon im Prinzip, Mount Teapot, also eine Teekanne. Und jetzt eben tatsächlich eine Teetasse. Das Interessante dabei ist natürlich das SS. Und, da Pokémon ja vielleicht dem einen oder anderen auf meinem Kanal bekannt sein sollte. Da haben wir das gleiche ja auch mit den Chips dann, die verwendet werden. Die übrigens, hier nach oben. Nicht einfach zu sehen, überhaupt nicht. Aber, tatsächlich etwas, was wir machen müssen, wenn wir denn tatsächlich zum Schatz wollen. Und schaut euch das an. Aber zum Glück kein richtiger Gegner, sondern einfach nur etwas, was uns ein bisschen behindern soll. Von daher, und genau aus diesem Grund habe ich mir hierfür den Drachenpott geholt. Okay, aber ja. Was wir ja auch von Pokémon kennen, die MSN zum Beispiel, was ja das ursprüngliche Schiff ist, heißt SSN im Englischen. Genauso wie MS Aqua SS Aqua heißt. Und SS ist im Prinzip eine Schiffsabkürzung im Englischen, die einfach nur für Steamship oder Steamship oder Sailing Ship steht. Steamship oder Sailing Ship. Eins von beiden. Und das Lustige daran ist, dass es die Abkürzung MS gar nicht im Deutschen gibt. Deswegen weiß ich nicht, warum man das zu MS übersetzt hat. Sondern das gibt es nur im Englischen. Das heißt nämlich Motorship. Also im Prinzip ein Schiff, was mit Motor fährt. Während SS eben ein Segelschiff war. Natürlich ist das für die MSN und für so ziemlich alle Pokémon-Schiffe passender, wenn man es sich genau überlegt. Aber im Deutschen gibt es ebenfalls so die Abkürzung SS für Segelschiff. Also von daher finde ich das schon sehr lustig. Hier mal so den Vergleich und hier hat man das eben wiedergebracht. Aber das erklärt eben, wie man überhaupt zu diesem Vergleich oder wie man überhaupt dazu kam, diese Buchstabenkombination davor zu setzen. Eben auch bei SST Part. Im Prinzip Steamship oder Sailing Ship. Teacup. Also eine Teetasse, die im Prinzip als Segelschiff dient. Ja, was auch immer. Hey, ich habe endlich eine gute Stochere bekommen, mit der ich die Pommes rausholen kann. Mario, das ist ein Schwert. Ja, und? Damit kann ich die richtig schön aufspießen. Das spricht jetzt nicht wirklich dagegen, oder? Egal, was für ein Schatz man dir gibt. Du vergewaltigst es, um damit Essen irgendwie zu servieren? Ja, großer Gott. Naja, okay. Wir holen uns mal wieder Jet und schaut ihr da, seht ihr das? Kennt ihr die doch? Also jetzt nicht die. Das sind andere Gegnerarten. Ihr seht, wir können sogar auf denen laufen. Und sie sogar leicht K.O. machen. Das sind Ukiwani, diese Krokodile. Aber ich meinte die, das sind Bees. Und damit die einzigen Gegner aus der ursprünglichen Super Mario Land Serie, die den Weg in dieses Spiel gefunden haben. Denn
Die Bees gab es in Super Mario Land 2, wenn ihr euch erinnert. Genau die gleichen. Eins zu eins übernommen, ist ja auf der gleichen Engine aufgebaut. Allerdings hat man natürlich, machen sie genauso viel wie Super Mario Land 2, nämlich absolut gar nichts. Sie schweben einfach weg. Das war's. Ja. Ich meine, was auch immer. Gut, Kurs 27. Hier keinen Schatz. Es dauert jetzt wieder ein kleines bisschen, aber oh Gott, Wasserlevel. Und ihr seht es schon, Helmuts und Goboten. So heißen diese Speertypen, die nicht unbedingt meine allerbesten Freunde darstellen. Weil ja, die haben einen unglaublichen Vorteil, nämlich dass sie einen... Seht ihr das? Seht ihr das? Die haben einen enorm großen Radius, wenn es darum geht anzugreifen. Und dann flüchten sie. Einfach feige, wenn wir mal irgendwie einen Vorteil haben. Aber unser Vorteil, wir können sie von unten erledigen. Er kann es nur von der Seite. Allerdings kann er das. Ah, du verdammter Gobote. Vielleicht gehe ich zurück und hole mir gerade den Jet wie... Ja, oder? Gut, ich hätte eh wechseln müssen. Dann behalte ich den Drachenpott tatsächlich, weil ich hätte so oder so wechseln müssen. Wow. Komm, weg mit... Oh, nein! Ach, komm schon! Ich wollte ja nah genug an den rangehen, aber es war jetzt nicht wirklich eine Option. Okay, damit kann es auch noch gehen. Kann es auch noch gehen. Das kommt jetzt gleich darauf an. Oder bin ich überhaupt... Bin ich überhaupt im richtigen Level für das, was ich gerade denke? Ja gut, also da komme ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr hin. Mist. Okay. Also das war... Dafür wäre zum Beispiel der Drachenport nötig gewesen. Bin jetzt... Aber ich glaube, ich verwechsel jetzt nicht das Level. Nee, dann bringt mir der Stierport nicht so viel, wie ich anfangs erhofft hatte. Aber egal. So, und jetzt können wir das endlich mal ausprobieren. Nach oben drücken und ja, klappt doch wundervoll. So, okay, ich revidiere das, was ich gerade eben gesagt habe. Der Stierpott hat uns doch geholfen. No, es hat uns sogar sehr geholfen, nämlich für 100 Münzen. Oh, sehr schön, das werden wir definitiv gebrauchen. Nee, du, ich möchte das für die Halbzeit investieren. Auch wenn es schade ist, dass ich... Teil von dem Geld, was ich gerade bekommen habe, will ich gleich wieder reinvestieren muss, aber... Boah, ich passt jetzt schon. Ja. Weil es auch nicht das allerbeste, aber egal, passt. Ja, SST Cup. Hey, jetzt dachte ich, ich könnte mal ein B erledigen. Das, was ich in Super Mario Land 2 nie geschafft habe. Aber, nee. Nee. Muss ich weiterhin mich mit Gooms begnügen. So, jetzt probiere ich es gleich nochmal. Erledige den Bee! Nein! Ey, die sind doch unsterblich, diese Dinger! Ja, die sind halt echt unsterblich! Na, verdammt! Nee, die erwische ich halt nicht mehr. Beziehungsweise die erwische ich nie mehr, glaube ich. Das reicht nicht ganz, schade. Ja, gut. Müssen wir jetzt dann weiterhin mit diesen Gooms begnügen. Aber wie gesagt, vor Level? Müsste, glaube ich, auch noch gut machbar sein. Also ich weiß, dass die letzte Welt tatsächlich einen relativ hohen Schwierigkeitsfaktor hatte, wenn ich mich da richtig entsinne. Verdammt, sieh, Mario. Komm, erwisch doch mal den Bee. Nein. Oh, Bullshit. Jetzt muss ich hier nach... Okay. Wusste ich doch, dass hier irgendwo ein versteckter Block ist, weil unfair ist dieses Spiel tatsächlich nicht. Es ist manchmal gemein, aber nicht unfair. Wie konnte ich diesen Bee nicht erwischen? Die sind echt unsterblich, glaube ich. Naja, gut. Ich meine, die Challenge ist, dieses Let's Play 100% abzuschließen, nicht einen Bee zu treffen. Das ist doch cool, wäre, muss ich sagen. Weil, zum Beispiel als zwei habe ich die ja auch nie erwischt. Aber ich meine, wiederum, die machen gar nichts. Die fliegen einfach weg. Also, ich meine, was soll's? Aber ja, also wie gesagt, letzte Level hatte schon relativ hohe Schwierigkeit, wenn ich mich richtig erinnere, aber diese hier, die müsste tatsächlich noch gehen. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass
tatsächlich Sherbetland die zweitschwierigste Welt ist nach der letzten. Ich bin mir nicht gerade sicher, weil... Also, mit der letzten, meine ich die letzte reguläre, es gibt danach nämlich noch eine sozusagen Endboss-Welt. Die besteht nämlich aus mehr als nur einem Level. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob die schwerer oder einfacher ist als Sherbetland. Aber auf jeden Fall, die sechste, die kommen wird, die habe ich relativ hart in Erinnerung. Aber da kommen wir noch früh genug hin. Da kommen wir wirklich noch früh genug hin. So, ihr habt es gerade gesehen. Das war im Prinzip das Level, mit das ich... Oder mit dem ich vorhin... das Level, was ich mit dem von vorhin verwechselt hatte, genau. Da ich dachte, dass ich hierfür den Drachen benötigen würde, um hier hinzukommen. Habe ich hier dann auch gebraucht, aber ja, es war das falsche Level, was ich im Kopf hatte. Egal. So, sammeln mal ein paar Münzen ein. Yeah. Yeah. Boah. Ich war schon lange nicht mehr so viel schwimmen. Was? Du warst schon mal schwimmen? Ja, natürlich. Ich liebe es, im Wasser zu plätschern. Da fühle ich mich so leicht. Ja, das kann ich verstehen. Hä? Ach, nichts. Ja, gut. Wie auch immer. So. Da. Ja, wollte ich... gerade was sagen, aber es ist mir jetzt leider entfallen, fürchte... Wow, fürchte ich? Ja, doch. Von daher, aber das Level dauert eh nicht mehr allzu lang und mittels... Nein! Diesen verdammten Watch habe ich doch mitten am Schnabelkopf getroffen. Warum gewinnt eigentlich immer der Watch? Das finde ich unfair. Justiz, lass mal ein bisschen Volksnähe zu hier. Im Namen des Volkes, ja? Nicht immer nur für den Watch stimmen. Der Watch ist auch nur einer der beteiligten Konfliktparteien in diesem Fall. Ja, ich kann ja mal Anzeige erheben. Ich sage einfach, dass ich verhungert bin, weil... ja, mich getroffen hat und ich deswegen, bis ich spawnen konnte, nichts mehr essen konnte. Da kriege ich schon genug Schadensersatz. Du Wario, ich weiß nicht, ob der Richter dir das abkauft, dass du verhungert bist. Was? Mensch, schau mich doch mal an, das glaubt er mir sofort. Ich glaub nicht. Okus 29, das bedeutet, wir haben hier wieder einen Schatz. Und natürlich auch wieder diese Okiwanis, wie ihr seht. Allerdings nicht nur einen Schatz, sondern... also nicht nur hier einen Schatz, sondern in den nächsten beiden Leveln auch. Also unser Konto wird jetzt... rasant steigen. Ihr seht, wir haben im Moment 2 von 3 Reihen. Also die zweite von 3 Reihen fast voll. Nun, das wird sich jetzt so gut werden. Und ich glaube, die Tür ist hier oben. Denn zum Schlüssel müssen wir noch ein bisschen laufen. Das sieht ein bisschen aus, als könnte man das betreten, oder? Ja, warum kann ich das nicht aufmachen? Das ist doch total lächerlich. Ja, weil die Tür zu ist. Ja, die hat doch... Was ist die Tür zu? Die Tür hat nicht zu sein, wenn ich komme. Wow. Und was willst du dagegen machen? Ja, wie wenn ich ins Fastfood-Restaurant gehe und ich sage, sie machen um 7 Uhr auf und... dann stehe ich da bereit zu meinem Punkt 7 Uhr, mache ich da Klingelsturm. Die haben Klingeln? Ja, wenn ich klopfe, ich halt an. Und dann sagen sie immer, oh, wir haben noch nichts da. Und dann sage ich, dass ich sie hasse und ihren Laden auffressen werde. Komischerweise kommt dann immer die Polizei. Verstehe ich gar nicht. Mich wundert langsam nicht, warum du nicht gerade beliebt bei deinen Mitmenschen warst. Weil, wie kommst du darauf, dass ich nicht beliebt war? Du hattest es nötig, dich mit Mario abzugeben. Und sogar der hat dich dann irgendwann weggedisst, deswegen du so sauer wurdest, dass du ihm sein Schloss weggenommen hast. War's noch, oder? Ich möchte nicht über dieses Kapitel reden. Mario ist einfach ein eingebildeter Ego. Hey, die Tür ging auf! Ich hab's doch gesagt! ja, du weißt jetzt aber schon, dass du ganz zurücklaufen musst, oder? Na gut, was auch immer.
Immerhin weiß ich jetzt, dass die Tür aufgeht, und zwar von der anderen Seite. Yeah. Wow. Komm mal her. Wow. Ich wollte gerade einen Dangerous Stack gegen den anderen werfen, aber hat nicht so gut geklappt, von daher. Aber das jetzt so, genau. Okay, gut. Die natürlich vermeiden. Und jetzt müsste eigentlich gleich der Schlüssel kommen, oder? Hier vielleicht? Ich weiß nicht, ob ich die Halbzeit nehmen soll. Ich lasse es jetzt erst einmal. Weil ich hier die ganze Zeit nämlich darauf warte, dass der Schlüssel mal erscheint. Ich denke mir jedes Mal, es müsste doch kommen. Aber gleichzeitig erinnere ich mich auch daran, dass es hier ein bisschen länger gedauert hat. Ja, vor allem, weil es hier eben tatsächlich sehr viele alternative Wege gibt. Ja, das ist ein ziemlich volles Schiff, habe ich ja das Gefühl. Ich meine, wenn ich ein Schiff betreiben wollte, dann würde das hier nicht so unübersichtlich aussehen. Das wäre ganz klar gegliedert. Ein großer Raum für mich zum Abhängen. Zwei Drittel vom Schiff, die kommen böse. Der Rest ist Sklave, die ganze Scheiße aufputzen. Und das ist dein genialer Plan? Das ist der genialste von allen. Oh Gott. Ich hoffe, ich werde niemals bei dir am Schiff angeheuert. So, der Pouncer hilft uns erneut. Vielen, vielen Dank, lieber Pouncer. Du bist echt ein Kumpel. Jetzt müssen wir halt den ganzen Weg zurücklaufen. Das ist schon fies, aber zum Glück, und deswegen gibt es diese Tür, haben wir dadurch die Möglichkeit, ein bisschen abzukürzen. Achso, nee, Quatsch. Haben dadurch die Möglichkeit, ein bisschen abzukürzen. Allerdings verstehe ich nicht, warum man da nicht wieder zurück kann. Warum das so ein Einwegding ist. Naja, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie die Architektur dieses Schiffs aufgebaut ist. Also, nein! Oh, ich hatte mich gerade für eine Sekunde tot gesehen, aber zum Glück hat der seinen Bumerang noch nicht geschmissen. Ich dachte auch, eigentlich hätte diesen Dangerous Duck erledigt, aber... Ja, da habe ich mich wohl scheinbar getäuscht. Moment, ich bin klein. Scheiße, ich bin ja klein. Oh Mist. Nee, Mann, verstecktes Ding gibt's hier nicht. Oh, kommt, Leute. Das ist doch jetzt echt nicht euer Ernst. Jetzt habe ich die Schatztruhe gefunden, aber ich bin klein. Ja, was soll ich halt machen, wenn hier Milliarden Sachen zwischen der Tür und dem Schatz sind? Ja, wundervoll. Das ist ja mal richtig unnötig. Warum dass ich jetzt den ganzen Weg nochmal neu laufen muss, ist die Quadratur der Unnötigkeit. Wie gesagt, ich hätte auch einfach diese Tür nochmal nehmen können, aber nein, die muss natürlich eine Einwegtür sein. Habe ich aber gerade echt nicht geschalten, muss ich sagen. Sonst hätte ich da vielleicht früher drauf auch reagiert, aber weißt du, als ich davor stand, war ich erst so, ich glaube übrigens nicht, dass das so wirklich geht. Und dann... Oh. Aber... Okay. Ich nehme an, das Ende kommt gleich, weil wir haben so viel zurückgelegt. Eigentlich muss jetzt das Ende kommen. Was natürlich schlecht ist. Weil... Ja, ihr hört schon. Weil damit unser Schatz verloren ist. So. Hau mal ab. Ja. Ja. Naja, okay. Dann müssen wir uns halt merken, die Tür ist irgendwo am Südpol, der Schlüssel irgendwo am Nordpol. Kehre zum Südpol zurück und behalte irgendwas, mit dem du dort überleben kannst. Okay, das ist soweit der Auftrag. Dann machen wir das doch, bevor wir hier gegen den Endboss kämpfen und dann auch diese Welt abschließen können. Ja, ich hatte es ein bisschen fies in Erinnerung. Das dann eher zwar nicht, aber Moment, kann ich die eigentlich... Wow, hast du das gesehen? Der wollte mir gerade den Sack abbeißen, aber der Sack hat ihn zurückgebissen. Oh Gott, welchen Sack meinst du? Ich frag lieber nicht. Ja, welchen wohl?
Ja, du bist wirklich sehr lustig, Mario. Dieser Speer, der hat doch eine Reichweite, das gibt's manchmal gar nicht. Was ist so ein Geier? Weiß auch nicht, wie der manchmal... Oh. Wie der manchmal zustechen kann bei Distanzen, wo man sich denkt, hoppla? Okay. Okay. Ich habe bisher viel gelabert. Aber ich glaube tatsächlich, das war ein Bug. Und zwar ohne Witz diesmal. Weil dem bin ich auf jeden Fall auf den Kopf gesprungen. Da war absolut nichts, wodurch ich hätte sterben können. Bei dem bin ich mir zum... Eigentlich erstmal wirklich sehe, dass es ein Bug war. Weil ich gehe relativ sparsam damit um, dass ich das sage. Ich sage es immer so zum Spaß. Ja, ist schon ziemlich lame und so ein Betrug, aber ist natürlich immer nur zum Unterhaltungsfaktor. Aber hier bin ich mir tatsächlich ziemlich sicher, dass das nicht mein Verschulden war. Weil da hat irgendwas ganz gewaltig nicht gestimmt. Ich bin ja... Ich meine... Ich möchte doch nicht mal sagen, dass ich auf ihn drauf gelandet bin, wobei ich ziemlich sicher bin, dass ich auf ihn drauf gelandet bin. Aber was ich auf jeden Fall bin, was auf jeden Fall passiert ist, so, hau mal ab, du auch. Ihr seht, ich überspringe hier ein bisschen, weil ich meine, wir haben das Level ja schon gemacht, also von daher kann ich einfach direkt durchgehen. Was ich auf jeden Fall nicht gemacht habe, ist, dass ich sein Messer berührt habe und... Die einzige Möglichkeit, dass er mich erledigt, ist, wenn er mit seinem Messer auf mich zuläuft. Und das ist zu 100% nicht geschehen. Also sagen wir zu 99%. Ich meine, ich werde da jetzt keine allzu definitiven Aussagen treffen, aber... Wo ist denn jetzt der... Nein! 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 Nein, du Speerspaten! Ja, härteste Beleidigung in diesem LP bisher. Aber was macht dieser Speerspaten denn da? Ich bin doch einfach nur aus der Tür rausgekommen und schon hat er mir seinen beschissenen Speer entgegengestreckt. Oh, wenn ich jetzt schon wieder kein Power-Up finde, dann raste ich ja aber. Wobei ich diesmal ziemlich viel ausgelassen habe. Also eigentlich müsste ich noch ohne Probleme was finden. Muss ich natürlich suchen. Das ist dann schon wieder nervig. So, hau mal ab. Was mache ich eigentlich immer noch hier? Ich möchte nach Hause. Hast du die Piraten besiegt? Ach ja, die Piraten. Oh, da war ja was. Ja? Gehst du da mal hoch? Naja, gut, dann halt nicht. Das ist jetzt was, da werde ich nicht ewig rumbringen. Der müsste eigentlich hochkommen und er kann auch höher springen, wenn man das Steuerkreuz nach oben drückt. Aber wie gesagt, das ist jetzt was da. Da werde ich nicht ewig rumdrücken. Entweder er macht's oder halt nicht. Okay, gut. Bitte. Irgendwo wird doch ein Power-Up sein. Das ist doch jetzt halt echt nicht zu viel verlangt. Ihr wollt jetzt nicht wieder, dass ich wieder ohne Power-Up dastehe, weil ich aus der Tür rauskomme und dieser Sperrtyp einfach dasteht und sagt, Pieks! Ah! Also so ein bisschen überspitzt dargestellt natürlich. Ah. Na, hier ist was. Hier ist was. Und zwar ein Drache. Okay, nee, Knoblauch. Mir ist Knoblauch absolut recht. Ah, jetzt hol ich mir diese verdammte Truhe endlich. Die haben das erstmal schon angeschaut und... Sie hat mich zurück angeschaut und ich habe gemeint... gut gestartet, du hast gewonnen. Moment, du hast dich von einer Truhe niederstarren lassen? Hey, du hättest mal die monströsen Augen sehen müssen. Er ist wenigstens von der Tür gewesen. Die hat ja wenigstens Augen, aber die Truhe... Doch, die hat Augen. Okay, Mario, du hast gewonnen. Yeah! Wow, das ist ja eine Axt zum... Mario, wenn du sagst, um deine Pommes zu zerkleinern, werde ich deinen Körper zerkleinern. Ja, dann werde ich es halt nur denken. Okay. Das hätten wir soweit geschafft. Jetzt müssen wir halt dieses gesamte Level nochmal neu ablaufen. Das finde ich hier... Also das ist jetzt nicht mein Lieblingslevel. Es ist doch tatsächlich okay, finde ich, dass man die Sachen mal weiter weg... oder weiter auseinander macht. Schlüssel und Schatz. Aber wie oft man natürlich... Gut, natürlich hängt es auch
Oder ist es auch ein bisschen anders bei mir jetzt in diesem Fall, weil ich eben schon vorher in dieser Situation war. Aber ansonsten, finde ich das schon ziemlich, dass es hier schon ziemlich viel hin und her gelaufen ist. So. Zeittechnisch sieht auch schon wieder schwieriger aus, aber das soll das eigentlich nicht das Problem sein. So, weg mit diesen Gooms. Ich hatte Angst, dass der Gooms sich gleich wieder umdreht, so. So müsste ich es eigentlich gleich haben, oder? Ja, komm her. Dangerous Duck, so. Hammer's, yo! Wobei das echt, wenn man die Abkürzung weglässt, kommt das hier ziemlich schnell nach der Halbzeit sogar. Okay, gut. Ja, 23 Münzen. Wir haben sowas von hoffnungslos zu wenig. Ich werde definitiv vor dem Endboss ein bisschen was farmen müssen.